Herzlich willkommen heute Abend zu unserem Livestream vom Gotteshaus. Es ist super, dass du dabei bist. Weißt du, unsere wichtigste Message überhaupt, und das solltest du wissen, wenn du eine Zeit mit uns unterwegs bist, ist: Gott hat mehr für dich. Er hat wirklich mehr für dich. Du kannst dich nach mehr ausstrecken, du kannst mehr empfangen, du kannst einfach in mehr mit ihm und von ihm hineingehen. Und das ist wirklich gute Nachricht. Das stimmt, und wir haben ja jetzt gerade noch in dieser Zeit unsere Fasten- und Gebetszeit begegnet dem Heiligen Geist. Ja, und das noch ist, eine Woche. Ja, und das ist dieser Heilige Geist, der uns darin hilft, zu erkennen, dass Gott wirklich mehr für uns hat. Der uns hilft, die Zweifel, die sich manchmal in unsere Gedanken hineinbegeben wollen, zu attackieren. Der uns hilft, in Weisheit und Offenbarung voranzugehen. Der Heilige Geist hilft uns, die Kraft des Wortes Gottes in Anspruch zu nehmen. Ja. Und er hilft uns, dass wir wachsame Leute sind, dass wir vorbereitete Leute sind, dass wir gestärkt und gesegnet sind in Yeshua HaMashiach. Lass uns miteinander jetzt in diesen Abend hineingehen, dass wir uns ausrichten auf dieses, was der Herr uns heute Abend mit auf den Weg geben möchte. Herr, dafür danken wir dir, dass wir immer in deiner Gegenwart sind, dass wir in deiner Gegenwart leben, weil du hast Wohnung in uns genommen. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Was für ein Vorrecht, mit dir, in dir, durch dich zu leben. Wir beten für geöffnete Ohren des Herzens, dass wir wissen, dass wir wachsame Leute sind. Wir beten für geöffnete Augen unseres Herzens, damit wir dich, Jeschua, anschauen in deiner Herrlichkeit, in deiner Größe, in deiner Gegenwart. Herr, wir beten, dass wir jetzt empfangen, was du für uns vorbereitet hast. Und wir segnen jeden, der jetzt hier im Livestream ist. Amen und Amen. Amen. Yes. So, ich habe heute ein wieder mal etwas kontroverses Thema ausgewählt, aber du startest. Genau, es ist bei dir ja ein sehr wichtiges Thema der Gegenwart. Aktuell, ja. Und bei mir ist es auch ein wichtiges Thema der Gegenwart, aber doch unterschiedlich in der Ergänzung super wertvoll. Perfekt. Yes. So, mein Thema ist nochmal angeknüpft an diese Gebets- und Fastenzeit, die uns ja auch noch eine ganze Woche begleitet. Aber auch darüber hinaus werden wir ja immer wieder dieses Thema begegnet dem Heiligen Geist bearbeiten. Wir wollen ihn mehr kennenlernen. Wir wollen mehr in seine Gegenwart eintauchen. Wir wollen ihm mehr Raum machen. Das ist etwas, was wir tun. Was wir tun müssen, tun sollten und was wir gerne tun wollen. Wir wollen diesen Hunger und Durst nach mehr von Gott. Wir wollen das immer und beständig in unserem Glaubensleben wachhalten. So, eins der Synonyme für den Heiligen Geist ist das Siegel des Heiligen Geistes. Ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist, so steht es im Neuen Testament. Und damit wir uns ein wenig in dieses Thema hineinfinden können, weil ein Siegel hat nicht unbedingt diese Alltagsrelevanz für uns alle, damit wir uns in dieses Thema, was biblisch so wichtig ist, hineinarbeiten können, werde ich am Anfang ein bisschen so die Normalitäten eines Siegels mit uns betrachten. Einfach dieses, woher kommt das Ding oder was ist denn das? Gibt es das heute in unserem Alltag denn überhaupt noch? So, dieses Wort, das Siegel, das kommt vom Lateinischen und heißt eigentlich Bildchen, ein Bild. Und es ist das Kennzeichen von Auszeichnungen, von Beglaubigungen, Zulassungen. Es ist dieser Ausdruck von Macht und Würde, einem Zuständigkeitsbereich, einem Amtssitz oder Amtsperson, die autorisiert ist, eine Urkunde oder ein Schreiben, einen Brief auszustellen und mit diesem Siegel zu beglaubigen. Das Siegel wird verwendet, um ein Rechtsdokument
zu unterzeichnen oder die Echtheit dieses Dokuments zu garantieren. Wahrscheinlich hast du in irgendeiner Form ein Rechtsdokument in deinem Besitz, was für dich wichtig ist, oder wenn es sogar später um deine Nachkommen geht, was auch für sie eine wichtige Sache ist, ein wichtiges Dokument. Auch in dem bestimmte Stempel auf Urkunden, Pässe, auf gerichtlich notarielle Dokumente geklebt oder eingeprägt werden, ist das ein Siegel. Also dieses eingeprägte Wasserzeichen, was du manchmal findest. Oder bei Kaufverträgen gibt es sogar Einprägungen, die mit Stoffbändern oder mit bestimmten Farben von Fäden festgehalten werden. Ein Siegel ist keine Dekoration. Es wird manchmal so, wenn man eine wichtige Einladung, zum Beispiel haben wir mal Einladungen bekommen zu einer Hochzeit, da war hinten ein Siegel drauf. Es sollte aussagen, ey, diese Einladung ist total wichtig und sie ist nur für dich. Denn sie war namentlich adressiert, aber hinten war das Siegel drauf. Ähnlich wie eine Unterschrift verleiht das Siegel dem Dokument, wie gesagt, seine Rechtsgültigkeit und Autorität. Als Verschluss kann es dazu dienen, die Unversehrtheit eines Behältnisses von Briefumschlägen oder Ähnlichem zu sichern. In ähnlicher Form werden Urkunden, Pässe, alle offiziellen gerichtlichen Dinge damit ausgezeichnet, eben mit einem Wasserzeichen oder mit Siegellack oder mit einem Stempel oder mit einer zusätzlichen Unterschrift. Sicher kennst du auch diese Bezeichnung von Behältern oder irgendeinem Gefäß, das verplombt wurde. Dieses Verplomben, das bezeichnet man im Handel als einen Verschluss, zum Beispiel von Gefäßen, von Säcken, von Kasten, von Kisten, die irgendwo im Handel hin und her bewegt werden und die mit diesem Siegel verschlossen werden, um sie zu sichern, damit niemand auf dem Weg des Transportes etwas aus diesen Kisten, Kasten, Säcken oder was auch immer herausnehmen kann. Und das ist es auch bei den Dokumenten. Ein Dokument, was mit einem Siegel versehen ist, das bekundet, niemand darf etwas daraus wegnehmen, niemand darf etwas einfügen, sondern es ist gekennzeichnet durch dieses Siegel. Bei Handelsdingen oder bei Transporten, da werden diese Siegel sogar aus Metall hergestellt, damit gegen unbefugtes Öffnen eine Sicherung da ist. Ein Siegel braucht immer einen entsprechenden Untergrund, eine Trägermasse, also etwas, auf das das Siegel aufgedrückt wird. Zum Beispiel mit Hilfe von Wachs oder mit Siegellack oder Ähnlichem wird ein Abdruck, ein Wappen, ein Bildnis in diese Trägermasse aufgebracht, mit Druck da reingeprägt. Wird nun das angebrachte Siegel beschädigt, zerbrochen oder abgeschnitten, ist das ein Zeichen, dass dieses Dokument, diese Kiste, dieses etwas beschädigt wurde, dass jemand Zugriff darauf genommen hat und das Siegel ist nicht mehr gültig. Das ist so das Allgemeine, was wir über Siegel wissen oder lernen oder erkennen können. Aber das, was uns ja interessiert, ist, was hat das Siegel an Bedeutung in der Schrift? Was hat es an Bedeutung in der Bibel, im Wort Gottes? Auch hier wird uns davon berichtet, immer wieder in diesen ganzen Geschichten der Bibel, dass Siegel dazu dienten, die Eigentumsverhältnisse festzuhalten und zu schützen. Und immer wenn wir diese Dinge jetzt in der Bibel, in der Schrift, in dieser Übereinstimmung mit dem Natürlichen betrachten, dann musst du immer
daran denken, es hat etwas mit unserem Glaubensleben zu tun, mit unserem geistlichen Leben. Diese Dinge, die geschützt werden sollten, damit sie zum Beispiel zu einer späteren Zeit geöffnet werden sollten, das sind Dinge, die auch für uns als Gläubige im geistlichen Bereich sehr wichtig sind. Wir werden da noch drauf kommen. In der Bibel, in diesen ganzen Geschichten und Berichten, da hatte das Siegel die Bedeutung, etwas verschlossen zu halten, uneinsehbar, für Unbefugte nicht zu erkennen. Und es war etwas sehr, sehr Wichtiges. Der Inhalt wurde auch in diesen biblischen Kontexten für ungültig erklärt, wenn das Siegel zerbrochen war. Du wirst es später merken, wenn wir in diese Bereiche der biblischen Geschichten einsteigen, wie wichtig diese Information ist, wenn ein Siegel zerbrochen wurde. Ich sage jetzt schon mal, das Siegel, was am Grab Jesu angebracht wurde, als das Grab geöffnet war, war das Siegel ungültig. Das sind wichtige Dinge für unser Glaubensleben. Nun, in den Berichten, die wir von der Bibel her kennen, da liest du ja auch von den Krügen, deren Inhalt als Abgabe für den König oder für den Tempel bestimmt waren. Und sie wurden tatsächlich mit dem Siegel ihres Eigentümers im Henkel, im Griff des Gefäßes eingeprägt und damit gekennzeichnet. Siegel wurden oft von ihren Besitzern wie eine Halskette, wie ein Armband oder ein Ring am Körper getragen. Es war wichtig, es war das Eigentum des Besitzers. Er legte größten Wert darauf, dass sein Siegel, sein Wappen, seine Insignien in diesem Siegel eingeprägt waren. Das zeichnete ihn als Person aus, der Eigentum besaß und mit seinem Siegel sein Eigentum kennzeichnete und bestätigte. Dieses Siegel sollte nicht verloren gehen. Es durfte auch nicht von jemand anderem einfach benutzt werden. Wenn im Alten Testament von Siegel die Rede ist, dann lesen wir auch von dieser Bedeutung des Siegelrings. Ein Siegelring, das war Identität, das war Bestätigung, das war Autorität und ein Zeichen von Machtbefugnis. Könige benutzten diesen Siegelring, die aus kostbaren Edelsteinen und einem bestimmten Zeichen eingeprägt waren, das dann in verschiedene, dieses Zeichen wurde in verschiedene Materialien eingeprägt. Also bei Königen in Edelsteinen, bei nicht so würdigen reichen Menschen eben in Ton oder auch in Stein oder in Metall. Du weißt, dass in Münzen heute noch bestimmte Insignien eingeprägt werden. So weißt du, dass eben alle Länder unterschiedliche Bilder oder Insignien auf ihrem Münzgeld haben. Das war damals in dieser Zeit auch schon so. Eine der ersten Erwähnungen von Siegel in Form eines Siegelrings finden wir in dem Bericht über Josefs Einsetzung als zweite Autoritätsperson nach dem Pharao. Das kannst du lesen in 1. Mose 41, Vers 41 folgende. Josef war lange Zeit im Gefängnis, er wurde dann aber erhoben und nachdem er dem Pharao einen Traum deuten konnte und in der Folge mit allen Ehren ausgestattet wurde, bekam er wertvolle Kleider aus Byssus, also diesem wertvollen gewebten Material und eben den Siegelring des Pharaos. Das war das höchste Würdezeichen eines Siegels. Für uns, die wir den Bericht schon oft gehört haben, hat das nicht so große Bedeutung. Aber wenn man sich in die Person von Josef hineinversetzt, dann bekommt man
einen Eindruck davon, wie diese Gnade des Erhebens mit großer Macht und Autorität jetzt nach diesen Jahren der Gefangenschaft, was das auch in ihm ausgelöst haben muss. Eine ganz neue Bedeutung bekam sein Leben, eine neue Autorität, eine neue Befugnis. Aber wir müssen auch wissen, Josef war in dieser Zeit des Gefängnisses auch unter den Augen Gottes und er wurde geprüft. Es war eine Zeit, die wichtig für ihn gewesen war und die ihn dann in diese Position erhoben hat. Der Psalm 105, Vers 17 bis 20 betont diese Gefängniszeit von Josef und seinem Bleiben unter den Augen Gottes, bis der Herr ihn erhoben hat. Es heißt da, er, Yahweh, sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde als Knecht verkauft, sie zwängten seine Füße in Fesseln, in Eisen kam sein Hals, bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf, das Wort Yahwehs ihn bestätigte. So, Gott selbst sieht dein und mein Leben und dein Ende und jeder Tag ist vor seinen Augen. Sein Wort, sein Erheben wird zu seiner Zeit hervorkommen und du wirst im Sieg vorangehen. Du wirst als Überwinder vorbereitet, trainiert und letztlich erhoben. Dein Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das ist das, was uns dieser Bericht in dem Psalm 105 über Josef auch mitteilt. Dein Leben ist verborgen mit Christus in Gott und du wirst an den Augenblick kommen, wo du dein Leben ihm gegeben hast, wo er dich weiter trainiert und du versiegelt wirst mit dem Heiligen Geist. Lesen wir weiter in der Bibel über das, wo Siegel vorkommen. Da lesen wir von Nehemia. Dort wird eine feste Vereinbarung beschrieben, die er mit anderen eingeht und die dann besiegelt wird. Seine Vereinbarung, einen Schwur, einen Eid mit den Obersten, mit den Leviten, mit den Priestern und allem Volk, war das, dass sie das Gesetz halten und die Abgaben an das Haus Gottes getreulich vornehmen und es nicht im Stich lassen wollten. Das wurde eingeprägt, das wurde festgehalten. Nehemia 10, Vers 1 bis 2 schreibt davon. Und wegen all dessen schließen wir nun eine feste Vereinbarung und schreiben sie auf. Also es war nicht nur so, dass Nehemia gesagt hat, okay, ich sage euch jetzt mal, wie wir das machen, sondern er hat gesagt, wir treffen eine feste Vereinbarung und die schreiben wir auf. Und auf der gesiegelten Schrift stehen die Namen aller Obersten, unserer Leviten und unserer Priester. Und die Namen auf den gesiegelten Schriftstücken. Schau, es war Nehemia so wichtig, namentlich mit Siegel festzuhalten, wie die Vereinbarung gewesen ist, wie der Eid gewesen ist, wie der Schwur gewesen ist. Das ist etwas, was auch in unserem Leben wichtig ist. Dein Name ist wichtig, weil er versiegelt ist mit deinem Glauben, als du dein Leben Jeschua gegeben hast. Das war der Augenblick, als du versiegelt wurdest. Es war deine Vereinbarung mit ihm, ich will dir folgen, Herr. Es war deine Vereinbarung, mit ihm übereinzustimmen, ein Leben mit ihm im Glauben zu führen, zu laufen. Und das hat zu dieser festen Vereinbarung geführt. Versiegelt, aufbewahrt, gekennzeichnet, bestimmt für eine Jetztzeit und spätere Zeit für den Kairos Gottes. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Eine sehr, sehr unrühmliche Sache, wo es um ein Siegel geht, lesen wir in 1. Könige 21. Hier
ist eine Person, die den Siegelring des Königs in einer lügenhaften, betrügerischen Absicht verwendet. Neben dem Palast, in dem König Ahab mit seiner Frau Isabel residiert, lebt ein Mann namens Naboth, der hat einen Weinberg. Und eines Tages sieht Ahab diesen Weinberg und möchte ihn haben. Aber Naboth weigert sich, das Erbstück seiner Vorfahren wegzugeben. Als daraufhin der König missmutig und wütend zu Hause ankommt, trifft er Isabel. Und dann übernimmt sie eben mal den weiteren Verlauf von diesem Wunsch des Königs. Sie schreibt Briefe im Namen Ahabs an die Ältesten und Vornehmen. Und jetzt, pass auf, und sie siegelt diese Briefe mit dem Siegel des Königs. Also spricht es dafür, dass er sehr unachtsam mit seinem Siegel vielleicht umgegangen ist, dass jeder Zugriff haben konnte oder sie es entwendet hat, dieses Siegel. Jedenfalls benutzt sie das, diese Briefe zu siegeln, indem ein Komplott beschrieben wird, der gegen Naboth gerichtet ist, und letztlich führt dieser Komplott, den Isabel einfädelt, den sie im Namen des Königs siegelt, führt dazu, dass Naboth aus der Stadt geführt und gesteinigt wird. Und so kommt Ahab in den Besitz des Weinbergs. Eine traurige Geschichte über ein Siegel. Aber Gott entgeht diese Geschichte nicht. Er sieht diese Bosheit und er sieht den Betrug und diese Hinterlist, und er schickt den Propheten Elia zu Ahab mit einer Gerichtsbotschaft, die das Ende von ihm und Isabels Herrschaft auch besiegelt. Im geistlichen Bereich hat Gott dieses Gerichtsurteil festgelegt und besiegelt. Vielleicht denkst du auch, naja, das ist ein alter Bericht, den wir da hören, lange her, aber denk nicht, dass er nichts mit dir und mir heute zu tun haben würde. Wir dienen einem lebendigen Gott, und er sieht und er hört, und er wird dem, der ihm widersteht, der sich auflehnt, dem wird er widerstehen. Er wird sein Recht hervorbringen. Wir werden das später noch hören. Sicher kannst du dich auch an diesen Komplott, an diese Anschuldigungen gegen Daniel erinnern. Wir hatten ja jetzt schon vor kurzem mal darüber gehört. Auch hier lesen wir von einem Siegelring und nein, gleich von mehreren. Wir lesen in Daniel 6, 17 bis 18, dass er in die Löwengrube geworfen wurde. Der König begann und sagte zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Und ein Stein wurde gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt, und der König versiegelte ihn mit seinem Siegelring. Einen Stein zu versiegeln, das war schon mal eine größere Sache. Und mit dem Siegelring seiner Gewaltigen wurde dieser Stein versiegelt, damit die Sache mit Daniel nicht verändert würde. Guck mal, da müssen die wirklich Stress gehabt haben, dass irgendjemand kommt und diese Öffnung wegnimmt, um Daniel zu retten. Aber Vers 24 in diesem Bibeltext berichtet uns von dem gewaltigen Zeugnis der bewahrenden Macht Gottes. Und Daniel wurde aus der Grube herausgeholt und keine Verletzung wurde an ihm gefunden, weil er auf seinen Gott vertraut hatte. Preis sei Gott, er wird dein und mein Leben bewahren und unseren Lauf wird er vollenden.
Ein anderes Beispiel finden wir in Jeremia 32. Hier wird uns von einem prophetischen Wort berichtet, das Jahwe Jeremia gegeben hat. Dazu wurde auch dieses Wort auf Papier geschrieben, gefaltet, mit einer Schnur umwickelt und mit einem Tonklumpen verschlossen, auf dem das Siegel Jeremias als Absender eingeprägt wurde. Das ist das alte Bild von einem Dokument, was mit diesen Fäden versehen wird, was versiegelt wird, was verschlossen wird für eine spätere Zeit. Es waren die zwei Kaufbriefe, die Jeremia mit dem Wort Jahwes, was er zu ihm gesprochen hatte, in Gegenwart von Zeugen geschrieben hatte. Wichtige Worte, die sich auf einen späteren Zeitpunkt bezogen haben. Der eine Brief wurde versiegelt, der andere war offen. Beide wurden in ein Tongefäß gelegt, damit sie viele Tage erhalten bleiben. Das hatte man damals so gemacht. In ein Tongefäß, das verschlossen wurde, konnte man Dokumente lange aufbewahren. Ein wichtiges Wort war es von Jahwe, das in einer bedrohlichen Situation der Bedrängnis gegeben wurde, mit der Zusicherung, dass Gott kein Ding unmöglich ist und dass es einen Kairos Gottes geben würde, wo er alles ändern, wo er alles verändern würde. Sein Wort ist gewiss wahr und es ist beständig und es würde sich erfüllen. Er selbst war der Garant, dass dieses Wort erhalten bleiben würde. Und nicht nur das, es würde in Erfüllung gehen. Du kannst lesen in Jeremia 33 von den Absichten Gottes und dem Geschick des Volkes, dass Jahwe wenden würde, ihnen Reinigung und Vergebung ihrer Sünden zu geben, Heilung und Genesung, eine Fülle von Frieden und ihm, Jahwe selbst, zum Freudennamen. Das war etwas, was zu der Zeit, als Jahwe das Wort gegeben hat, das Jeremia aufgeschrieben und versiegelt hat, was undenkbar war. Aber dass Gott mit seinem "Bei Gott ist nichts unmöglich" quasi als Siegel, als Stempel aufgedrückt hatte für eine spätere Zeit. Schau, dafür ist das prophetische Wort für uns wichtig. Dass wir es nehmen, dass wir es bewahren, weil es unter Umständen für eine andere, für eine spätere Zeit gedacht ist. Aber es ist nicht unwirksam, es ist nicht aufgrund unserer Sicht der Dinge, wie unmöglich alles aussieht. Es ist nicht das der Stand der Dinge, sondern für Gott werden die Dinge nicht unmöglich sein. Das Siegel, was uns mit diesen verschiedenen Materialien oder dem verschiedenen Gebrauch in der Bibel berichtet wird, es gibt auch dieses bildliche Siegel, diesen bildlichen Inhalt. So werden zum Beispiel Dinge bezeichnet, die mit Emotionen verbunden sind. Zum Beispiel wie ein Siegel, das in einer tiefen Liebe empfunden oder verbunden wird. Das ist etwas, was wir manchmal ein bisschen als herausfordernd empfinden. Nämlich, wir lesen in Hoheslied 8, Vers 6, lege mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Das ist diese Bitte, die da drin steht. Leg mich wie ein Siegel an mein Herz. Bewahre mein Herz, schütze mein Herz. Lass mich alles bewahren, was du mir gesagt hast, Herr. Lass mich alles festhalten, damit ich das versiegelt bekomme, versiegelt von dir, dass es in meinem Herzen bleibt. Von diesem Siegel hier wird gesprochen, dass diese Liebe geschützt werden soll. Für andere nicht zu erkennen oder nicht dahin einzudringen.
ein Schutz, unantastbar, für diese beiden Personen, für diese beiden Menschen bestimmt. Ein Sicherheitsverschluss im Herzen, so könnte man es beschreiben in dieser Betonung. Das Siegel im inneren Menschen und auch äußerlich, erkennbar, gekennzeichnet, in Besitz genommen. Im Neuen Testament, da finden wir natürlich das Siegel Gottes beschrieben, dass er auf Jesus den Sohn gesetzt hat. Das ist quasi das königliche Siegel. Nach der Speisung der 5000 suchen die Menschen zum Beispiel Jesus. Er sagt ihnen, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen, den Sohn des Menschen, denn diesen, Jeschua, denn diesen, König der Könige, Herr aller Herren, denn diesen hat der Vater besiegelt, versiegelt, beglaubigt. Jeschua ist vom Vater im Himmel beglaubigt. Du weißt das, als Jeschua getauft wurde von Johannes, kam dieser Heilige Geist in Gestalt oder in Form oder im Eindruck der Taube auf ihn und die Stimme Gottes war zu hören. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das war wie ein Siegel, was vom Vater im Himmel auf Jesus aufgeprägt, eingeprägt wurde. Eine sehr wichtige Bibelstelle. Eine sehr wichtige Bibelstelle. Aber auch in Johannes 3, Vers 33, da wird uns dieses Siegel mehr beschrieben noch. Wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Johannes sagt hier, dass wir, die wir an Jesus gläubig geworden sind, selbst ein Siegel gegeben haben, bestätigen und anerkennen, dass uns Gott, Jeschua, seinen Sohn geschenkt hat und wir darauf geantwortet haben, dass wir sagen, ja, das stimmt. Mit dem, dass du dein Leben Jeschua gegeben hast, hast du gesagt, ja, ich will dieses Siegel. Ich sage, dass Gott wahrhaftig ist. Ich sage, dass Jeschua mein Gott, mein Herr ist. Ich sage, Jeschua ist der Herr in meinem Leben. Das ist das. Der hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. In Matthäus 27, Vers 66, da wird uns ja eben von diesem Grab Jeschuas berichtet, in das er gelegt wurde. Und Pilatus hatte das veranlasst, dass diese Grabstelle versiegelt werden sollte. Er sagt, geht hin, sichert es so gut ihr könnt. Sie aber gingen hin und sicherten, nachdem sie den Stein versiegelt hatten, das Grab mit der Wache. Sie hatten die Aufgabe, dieses Grab so abzusichern, dass niemand dieses Siegel aufbrechen konnte. In Römer 4, Vers 11 wird dieses Siegel als ein Zeichen der Beschneidung, der Gerechtigkeit des Glaubens beschrieben. Das bedeutet, dass Gott selbst die Gerechtigkeit Abrahams hervorhebt. So die Sammlung, sogar die Sammlung einer Kollekte wird von Paulus versiegelt. Paulus wollte damit sagen, ey, das, was ihr mir gegeben habt, das, was ihr für mich gegeben habt, es wird aufbewahrt. Ich werde es versiegeln, damit es zu der Gemeinde hinkommt. Bis diese Kollekte, bis diese Sammlung die Adressaten erreicht haben wird. Damit niemand, auch er nicht, etwas davon nehmen würde. Und es auch keinen Vorwurf des Misstrauens geben könnte. Du kannst das lesen in Römer 15, Vers 28. Etwas, was total auch wichtig ist, weil es von dieser Treue von ihm spricht, dass es von dieser
Wahrhaftigkeit, von dieser Ernsthaftigkeit, von diesem, ihr könnt mir das anvertrauen, ich bin selbst der Garant, dass es ankommen wird, gekennzeichnet ist. Wenn wir das Wort Siegel im biblischen Hintergrund betrachten, dann denken wir natürlich auch an das Siegel, das Johannes in der Offenbarung erwähnt. Daher kommt ja auch dieses Wort, was wir umgangssprachlich oft so nehmen, ein Buch mit 7 Siegeln. Diese Redewendung drückt aus, dass eine Sache oder eine Handlung für jemanden ein Rätsel ist, also undurchschaubar oder unverständlich ist. Die Worte, die Johannes schreibt, sind die Wiedergabe dessen, was er sieht. Und er schreibt sie auf eine Rolle. In Offenbarung 5, Vers 1 werden uns diese 7 Siegel berichtet, die so angeordnet waren, dass beim Brechen eines Siegels ein bestimmter Teil aufgerollt werden konnte. Ab Offenbarung 6, ab Vers 1 wird uns berichtet, dass das Lamm damit beginnt, ein Siegel nach dem anderen zu öffnen. Das wird bestimmte Dinge hier auf der Erde im Natürlichen und im Geistlichen freisetzen. Die Siegel werden nacheinander gebrochen, bis das ganze Buch aufgerollt sein wird. Für mich ist das Öffnen des 7. Siegels, was uns da in der Offenbarung beschrieben wird, immer wieder so eine Bibelstelle. Wenn ich da dran komme beim Lesen, dann denke ich darüber nach, weil sie ist mit menschlichen Begriffen überhaupt nicht zu erfassen. Nämlich, es heißt, und als es, das Lamm, das 7. Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel. Ein Schweigen im Himmel, kann man sich das überhaupt vorstellen? Kein Jubel, keine Anbetung, nur Stille. Stille im Himmel. Es scheint, als würden die, die dort versammelt sind, in einer Art Hyperanspannung sein, abwarten, darauf fokussiert sein, darin verharren, quasi so wie so ein Bild, was angehalten wird, und seine Wichtigkeit hervorzuheben, es genau zu betrachten, alle Details wahrzunehmen, nichts zu verpassen, genau hinhören, schauen, was jetzt als nächstes passiert. Und während dieser Stille kommt ein Engel mit einer goldenen Schale und stellt sie vor den Thron Gottes. In ihr sind die Gebete der Heiligen aufbewahrt. Sie sind mitbeteiligt, die Heiligen, an den Geschehnissen, die dann folgen. Schau mal, wenn du daran zweifelst, dass dein Gebet irgendwie etwas ausrichtet, dass dein Gebet nützlich ist oder Gott hört, musst du diesen Gedanken sofort ablehnen, sofort bekämpfen. Weil alle Gebete der Heiligen werden in diesen Schalen aufbewahrt. Und sie sind mitbeteiligt an den Geschehnissen, die dann folgen. Unterschätze deine Gebete nicht. Sie steigen nicht nur bis zur Zimmerdecke, sondern wenn du im Willen Gottes bist, dann erreichen sie diese goldene Schale. Mit der Vervollkommnung der 7. Zahl, also der Zahl 7, deutet sich an, dass dann alle Pläne und Absichten Gottes ihrer Erfüllung entgegengehen. Auch die Geschichte Gottes wird nicht mehr aufgehalten werden. Alle Siegel werden aufgebrochen sein. Und Gott gibt das Signal und die Dinge nehmen ihren Lauf. Das ist sehr wichtig für uns, dass wir nicht sagen, oh Mann, das ist alles hier so schwierig, das ist alles so bedrängend, es ist alles so verwirrend, ich weiß gar nicht, wie das werden soll. Hey, alles
wird in den Kairos Gottes eingefügt sein. Es ist schon vermerkt auf seiner Timeline. Dein ganzes Leben ist dort vermerkt. Es ist nicht Zufall, es ist nicht Karma, es ist nicht irgendetwas Abstruses, sondern es ist in seinen Händen und viel mehr noch dann, wenn dein Leben Jeshua gehört, wenn du ihm dein Leben anvertraut hast, dann ist dein Leben in diesen Abläufen, in den Zeitabläufen Gottes eingefügt. In Offenbarung 7 und 8, da dient diese Versiegelung aller Glieder des Gottesvolkes bis diese endliche Zeit, bis diese Endzeit kommt. Da heißt es, bis wir, die Knechte unseres Gottes, an ihren Stirnen versiegelt haben. Und damit stehen sie unter Gottes besonderem Schutz. Und dann kommt es dazu, dass diese riesige Volksmenge aus allen Stämmen und Nationen und Völkern und Sprachen vor dem Thron stehen und vor dem Lamm und die bekleidet sind mit weißen Gewändern und Palmenzweigen in ihren Händen. Und dann kommt dieses letzte Siegel, in dem die Bibel berichtet, dass angebracht wurde, dann benutzt ein Engel dieses Siegel, das aufgebrochen wird, um den Teufel zu binden und in den Abgrund zu werfen. Und dann heißt es, und dieser Engel schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe. Also es gibt verschiedene Siegel in der Bibel, die alle wie ein natürliches Bild sind, auch viele im Natürlichen sind, aber die einen geistlichen Hintergrund haben. Und das ist für uns wichtig. Bevor all diese Dinge geschehen werden, die wir in der Offenbarung lesen, sollten wir ganz hinterher sein. Wir sollten sehr stark darauf achten, dass unsere Fundamente in Christus gefestigt sind, dass wir, die wir im Glauben an den Sohn Gottes, den lebendigen Sohn Gottes, gegründet und gewurzelt sind, der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und die Anzahlung des Geistes in unseren Herzen gegeben hat. Das ist das, wenn wir sagen, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, der uns aber auch festigt in Christus. Wir müssen gefestigte, gegründete, gewurzelte Leute in Christus sein, der uns gesalbt hat. Christus, der Gesalbte ist, lebt in uns. Der uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und die Anzahlung des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Das war das Wort, was wir in Epheser 1, Vers 13 und in Epheser 4, Vers 30 lesen können. Alle bisherigen Betonungen und Beschreibungen, die wir uns angesehen haben von diesen Siegeleigenschaften, sie gelten uns genauso als Nachfolger, als Berufene, als Botschafter. Schau mal, du kannst gar nicht als Botschafter in dieser Welt unterwegs sein, wenn du nicht diese Versiegelung des Geistes auf deinem Leben hast. Dann wirst du vielleicht in natürlichen Ideen oder natürlichen Vorhaben oder Gedanken oder Vorschlägen irgendetwas tun wollen. Aber wenn du in diesem gegründet in Christus bist, wenn du in der Identität in ihm bist, wenn du in der Autorität des Botschafters seines Reiches unterwegs bist, macht das einen gewaltigen Unterschied. Es ist einfach nur möglich, als Botschafter seines Reiches mit allen diesen Siegeleigenschaften unterwegs zu sein. Du bist versiegelt, du bist Eigentum. Eigentum Gottes. Er hat das Eigentumsrecht zu deinem Leben. Gott selbst hat dich versiegelt mit seinem Heiligen Geist. Er prägt in unsere Herzen sein Siegel. Schau, das ist mehr als ein Wasserzeichen. Das ist mehr als ein Bändchen auf einer Urkunde. Das ist mehr als eine Unterschrift. Das ist mehr, weil wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist aufgrund des Blutes des Lammes,
das er gegeben hat am Kreuz. Es ist dieses Zeichen unserer Befugnis, in dem Namen Jeschuas zu sprechen, in dem Namen Jeschuas zu handeln, uns gegen den Feind in dem Namen Jeschuas zu positionieren und zu kämpfen. Es ist dieser Name, der über allen Namen ist, der uns berechtigt, der uns das Siegel aufgedrückt hat, sein Name auf unseren Herzen. Wir sind gekennzeichnet. Wir sind bewahrt, als Eigentum Gottes erklärt und mit seiner Absicht, dass seine Pläne durch uns, mit uns zustande kommen, sind wir versiegelt. Es heißt in 2. Timotheus 2, Vers 19, doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, halte sich fern von Ungerechtigkeit. Du trägst seinen Namen, wenn du das Blut Jeschuas für dich in Anspruch genommen hast, das Blut der Vergebung, das Blut der Reinigung. Das wird dich fernhalten von Ungerechtigkeit. Damit bestätigst du dieses Verheißungswort, dass wir zu Königen und Priestern berufen sind. Der uns aber mit euch festigt in Christus, der uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und die Anzahlung des Geistes in unseren Herzen gegeben hat. Damit schließe ich diese Betrachtung über das Siegel Gottes, das, was allgemein über Siegel, was wir wissen. Aber wenn wir diese allgemeinen Dinge auf unser geistliches Leben anwenden und dann festhalten, dass wir versiegelte Leute sind, wir sind nicht irgendwer. Du bist berufen als König, das Siegel, die Insignien des Königs zu tragen. Du bist priesterlich berufen mit dem Siegel des Heiligen Geistes. Herr, wir danken dir so sehr für dieses, was du auf unsere Herzen eingeprägt hast, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, dass wir berufen sind, auserwählt sind, gesetzt sind, dass wir hingehen und Frucht bringen, dass wir als Botschafter, als Gesandte, als Menschen, die in deiner Autorität leben, laufen, sprechen, wirken, dass wir in dieser Autorität deines Namens unterwegs sind und die Werke tun, die wir von dir in Auftrag bekommen. Wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass wir versiegelte Leute sind in dem Namen Jeschua. Amen und Amen.